Minenfans, aufgepasst! Wir schauen uns den Coal Mining Simulator an. Endlich ein Spiel, wo man sein eigenes Bergwerk hat. Bisschen kleine Anlehnung an Gold Rush, ne? Da ist aber halt über Tage und hier nicht unter Tage. Und ich bin ein Fan generell vom Tagebau, egal ob oben oder unten. Und jetzt schauen wir doch mal, ob der Coal Mining Simulator denn was taugt. Ich habe das Spiel kostenlos zur Verfügung gestellt vom Publisher, darf es vor dem Release spielen. Und der Release ist, glaube ich, am 11. Und ja, wir werden schauen, ist das Spiel Trash oder nicht? Kann's was? Ist ein guter Simulator? Finden wir raus. Wir sagen jetzt hier, neues Spiel. Und tun erstmal laden. Und laden tut das Spiel verdammt schnell. Das sagt er und es bleibt bei 89% stehen. Und wir sind drin. Eine Sache zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. In den Einstellungen ist alles auf maximal. Und als Reminder, wir arbeiten hier mit einer 4090 als GPU. Ich gehe mal wieder zurück. Ich habe jetzt hier mit maximalen Einstellungen so zwischen 20 und 25 FPS. Ich will da nicht wissen, wie es auf anderen Rechnern so läuft. Ja, die Musik ist gewöhnungsbedürftig und wir sollen hier das erste Mal in unser Auto hier einsteigen. Das soll die Anlehnung an einen Ford sein. Und ja, das machen wir erstmal. Starte den Motor durch einen Klick auf das Lenkrad. Alter, das klingt mehr wie ein Traktor. Okay, und wir sollen zum Lager fahren. Okay. Das sind Geräusche, die garantiert okay sind. Wow, also das Fahrgefühl. Ja. Ich hoffe, ich muss nicht so oft mit diesem Auto fahren. Okay. Dann aussteigen bitte wieder. Danke. Wir sollen das erste Mal hier eine Werkzeugkiste kaufen. Ich überlege gerade sehr, ob ich die Grafikeinstellung nicht runterdrehe. Grundlegende Werkzeugkiste. $50. $50 für die kleine Kiste, das ist ein bisschen teuer. Und jetzt hat es noch so einen komischen Nachzieheffekt. Naja. Sollen wir hier ablegen? Ablegen? Okay, ja. Das passt schon so. Ein Laufrad soll man kaufen. Für $200. Und da wird es aber super klein. Ja. Ja, passt ja besser ins Auto, ne? Alles klar. Danke, das Auto. Folge dem Pfeilen und um zur Tankstelle zu gelangen. Okay. Siehst? Also wir sind doch eh dreiviertel voll. Ich werde da jetzt halt nicht tanken fahren, aber ja, okay. Wenn ihr spielt, das will, dass wir unseren komischen Traktor hier tanken. Boah, es ist alles ein bisschen wanky hier. Okay. Einmal aussteigen. Wie geht es hier? Ah ja, okay. Aufsammeln. Und so ist dann Iran. Okay, mehr. Warum kann ich hier nicht voll machen? Naja, wird schon passen. Gut, jetzt ist uns nichts mehr davon ab, ins Bergwerk zu gehen. Folge der Straße, um zur Mine zu gelangen. Okay. Machen wir das mal. Motor an. Ja, zu dem Spiel gab es vorher einen Prolog, den man anspielen konnte und die Bewertungen vom Prolog, die sind eher gemischt, Tendenz zu negativ. Ich habe den Prolog nicht gespielt, ich habe den Mining Simulator jetzt per Zufall gesehen, dass er rauskommt. Und dachte, ja, das interessiert mich, das will ich mal anspielen. Und ja, wäre natürlich schön, wenn das ein schöner Bergbausimulator wäre. Aber hier die Umwelt. Naja. Ich glaube, das wird... Alter, der Sound! Das ist unser Bergwerk. Wir sollen da die Sachen in die Garage reinbringen. Nee, mach mal. Also die Musik ist garantiert nicht custom. Wir haben sie irgendwo eingekauft. Ja. Er taucht wieder auf. Jetzt.
Okay. So, das ist unser Minenfahrzeug hier. Das kann man hier auseinandernehmen, theoretisch. Sieht ein... Ja, sieht... Oh, ich kann das aufmachen. Keine Notwendigkeit. Ja, okay, dann. Moment, schwebt unser Auto da? Unser Auto schwebt. Ja. So viel zum Simulator-Aspekt. So, Werkzeugkiste. Komm mit. Und die dreht sich auch bis in die Unendlichkeit. So, jetzt können Sie ein neues Rad in unter Tag-LKW montieren. Und sehen Sie das Rad. Warum? Jetzt doch gleich hinmachen können. Hallo? Okay. Muss ich also so machen. Dreh alle Schrauben fest. Reifen. Oh, wow. Okay. Ein bisschen Beschäftigungstherapie. Steige in den Transportwagen. F. So, Grubentransportwagen. Ein Tutorial. Einsteigen, Motor anmachen und los geht's, oder? Ja, ist ja ziemlich überschaubar. Was war das jetzt gerade? Okay. Also, schmeißen wir das Teil mal an. Ah, ich würde sagen, der klingt auch in echt so. Ah, schnell ist das Teil nicht. Warum sind eigentlich bei mir diese Monitore nicht an? Im Tutorial war das an. So, Avedo Coal Mine. Authorized Personnel only. Und dann... Okay, wir sind wieder irgendwo dagegen gefahren. Ja, und das wäre unsere Mine hier. Also die ist noch überschaubar. Da hinten geht es irgendwo hin. Keine Ahnung, was das P ist. Wird vermutlich noch erklärt. Da ist unser LKW. Von welcher Seite sind wir da eigentlich rein? Ja, nicht hinterfragen. Reinige das Berg. Benutze die Left-Maus-Button, um den Müll zu entsorgen. Ja, da werden wir da... Ja, okay. Man kann es werfen. Oder muss ich nicht wenigstens nach hinten laufen? Okay. Putzfrau im Bergwerk. So, rüber da. Also mich hätte es jetzt nicht gestört. Ich hätte es jetzt einfach hier stehen lassen. Wäre da ein bisschen zu faul gewesen zum Aufräumen. So, hier drin sind die Frames übrigens ein bisschen besser. Wir sind jetzt bei 30 bis 35 FPS. Wenn ich auf den Boden schaue, dann sind es auch mal ab und zu 60. Also, ich hoffe, fürs Release, da kommt noch irgendwie ein Patch. Weil die Performance ist echt nicht gut. Okay, bald haben wir's. Was mit dem Zeug? Das ist. Ja, komm, schmeiß mal weg hier. Wir haben gleich alles hier. Okay, verkaufe den Müll. Verkauf. So schnell kann es weg sein. Geh ins Büro, schalte das Tablet ein und nimm den nächsten Auftrag unter Missionen an. Okay. Ah, einmal aufmachen. Ja. Büro, ne? Also, Shop-Nachrichteneinstellungen, Arbeit. Oh, wir können dann Arbeiter einstellen? Okay. Missionen. Geh ins Büro und schalte das Tablet ein und nimm den nächsten Auftrag oder Missionen an. Ja, okay. Schließ zwei Generatoren zur Stromversorgung an das Förderband an. Okay. Ja, dann machen wir das mal. Das ist Generator Nummer 1. Einstecken. Da werden wir dann vermutlich alles abladen, wo wir dann halt Geld kriegen. Achso, die laufen dann in Serie oder wie? Schalte das Förderband ein.
So, hier die ganzen Sachen anmachen. Jetzt. Den hier. Gut gemacht. Mal sehen, wie du mit der Maschine umgehst. Die Teilschnittmaschine wird zum Abtragen von... Das war zu schnell. Also besorgen wir benötigt, um die Steine einzusammeln, die du mit den Teilschnittmaschinen zerkleinerst. Und um die Der Text ist viel zu schnell weg. Okay. Denk daran, die Maschinen immer zu verbinden. Also jetzt geht's mal ab. Steige in die Teilschnittmaschine. So, das ist das Ding hier. Okay, mit dem Teil fahren wir dann hier ran. Und werden das dann abtragen. War die Performance. F. Interagieren. Okay. Tutorial anschauen. Also, er steigt einmal noch da oben rein. Soweit so klar. Dann die ganzen Dinger hier anmachen. Okay. Und dann soll man das Fahrzeug verbinden. Und dann halt hier so rummachen. Okay, alles klar. Also, wir steigen auch mal ein. F. So, wir sind zu dem... Wow, die Geräuschkulisse. Steige aus der Teilschnittmaschine und steige in den Transportwagen. Ach, und das Ding läuft jetzt einfach weiter. Okay. Dann LKW. Ja, ich weiß, wie das funktioniert. So, einschalten. Ah, jetzt sind die Dinger an. Okay. C verbinden. Zerkleinere das Gestein mit der Teilschnittmaschine. Okay, aussteigen. Der fährt jetzt automatisch nach hinten, oder was macht das Verbinden? Ja, dann. Endlich mal. Ja, Abbau. Bergwerkmodus X. Ah, jetzt kann ich da mit der Maus da so hin und her fahren. Oh, wow. Die Geräusche, ey. Okay, kehre zum Transportfahrzeug zurück und parke es rückwärts in der Parklücke neben dem Förderband ein. Aber wir sind ja noch gar nicht voll, komm. Da geht doch mehr. Oh, komm, weiter rein. Irgendwie anders vorgestellt. Also ich kann es ehrlich sagen. Okay, F interagieren. Oh Gott sei Dank, es ist wieder aus. Okay, wir haben da schöne... How? Wie hast du die... Ich frag mich. Was war denn das Verbinden eigentlich gut? Alter, wie das aussieht. Ich glaube, da müssen wir nochmal rausfahren. Und die Seiten machen. So. Ja, da ist wirklich 91% gefüllt. So, C trennen. Und rückwärts... nach vorne irgendwie ran. Ja, das wird jetzt spannend. Fahren wir erstmal irgendwie so. So, rückwärts. Praktisch so eine... Ja, und was hängen wir? Achso, da. Dem Teil. Schön etwas Kabel drüber. Sieht man super für so ein Kabel. Ich glaube, ich habe ein paar Sachen verloren. Kann ich auch... Oh ja, geil, Außenkameraansicht.
Das ist ja gleich mal viel praktischer. So, komm. Jetzt müsste aber dann gut sein hier. Geradeaus parken. Hä? Warum? Ah, jetzt. Verbinden. Drücke die Taste an das Bordwerk, um den Auflieger anzuheben. Wie mache ich das? Müssen wir da wieder. Warte mal, F interagieren. Muss ja irgendwas hier drin sein. Ach, da. Okay. Ich hab das Gefühl gehabt, da war irgendwie mehr drin, aber okay. Wir gehen mal hier wieder rein. Komm, F. So, C trennen. Und dann fahren wir wieder zu unserer Schnittmaschine hier. Wo war die? Ach ja, da. So. Analdin. Oh, weil ich da die Kraftstoffanzeige sehe. Ich hoffe, ich muss mit dem Teil nicht immer zur Tankstelle fahren. So. So, wohin mittig. Und nicht andetschen hier. Oh, ein Stückchen noch. Warum kann ich jetzt nicht mehr verbinden? Ach so, weil das Teil natürlich aus ist. Motor wieder aus. Dankeschön. Müssen ja nicht Sprit hier immer so verbrennen. Habe ich dich nicht ausgemacht? Alles klar. So, hier wieder rein. So, mach an. Hä? Was mache ich jetzt? Hä? Warte mal, ich fahre jetzt nochmal weg. Und jetzt nochmal ran. Okay, alles klar. So. Bitte aussteigen. Ja, komm, wir lassen den Motor jetzt mal an. Zerkleinere weitere Felsen. 100. Kannst du haben. Bergwerksmodus. Okay, cool. Ausmachen. Dankeschön. So, Kohle auf Vorderbahn, kippen, Vertrag annehmen, Bergwerk verlassen. Alter, wie weit sind wir jetzt gefahren? Holy shit. Das geht ja echt schnell. So, moin. So, trennen. Da wollen wir eh schon weit weg sind. Das Förderband war ja genau vor uns. Bitte einmal wenden. So, komm, rückwärts. Eigentlich wäre so ein Bergwerkssimulator ganz cool, wo du so im alten Stil
abbaust, so, keine Ahnung, so in den 30er Jahren. 30er, 40er. Was inklusive. Sag gleich, wird das nochmal heißen, muss ich die Steine jetzt zerkleinert haben. Was heißt hier gerade ausparken? Ich war doch hier drin. C verbinden. Einmal kippen, dankeschön. Alles klar, hätten wir gemacht. Interagieren und Motor aus. So, Aufträge. F. Missionen. Lol, ich hab das gemacht. Also Vertrag annehmen. Verträge. Verkaufe 150 Kilogramm Steinkohlepreis. Okay. Kann man das machen? Verkaufe 300 Gramm Steinkohlepreis. 300, 150. Verkaufe 200 Gramm Schungit. Okay, der hat das jetzt auf. Ihr habt das jetzt gemacht und jetzt? Wir werden den Vertrag annehmen und Bergwerk verlassen. Und wie voll. Ah, ich glaube, das ist der Ausgang hier. Der jetzt mit dem Lift ist. Spiel wird gespeichert, bitte warten. Und wieder raus. Immer bei 89%. Was? Was meinen betreten? Von nun an können Sie sich innerhalb und außerhalb der Mine frei bewegen. Wenn Sie zurückkehren möchten, müssen Sie auf die Minentür klicken. Ja, okay. Steig in den Bagger. Was kommt denn jetzt? Ach so, da kommt jetzt unser. Ist ja cool. Und dann bitte es hier aufteilt nach Art oder wie? Okay. Interessanter Bagger. Einsteigen. Oh Scheiße, ich bin voll schlecht mit so Bagger-Sachen. Okay. Da müssen wir mal hinklicken. Excavator Mode. Der fährt jetzt da hin. Ja. Punkt das Ding da so ein. Das sieht echt gut aus bei ihm. Und dann in den LKW reinmachen. Holy shit. Könnte man nicht einfach gerade den LKW da drunter parken? Ja, nee. Hm, okay. Oh, wieder geiler Sound hier. Rufen Sie den Auftragsmodus auf. Ja, wo mache ich das? Abbaumodus, Schaufel nach oben, zum Zurücksetzen gefallen. Wie mache ich das? Also Ausgabemodus. Achso, Entschuldigung. X. Okay, das geht mit Maus. Wie kann ich die Schaufel bewegen? Okay, kann ich mich auch selber wieder aufrichten? Holy shit, was ist denn hier los? Ich will auch nur, dass es wieder gerade ist. Okay, dankeschön. Oh, jetzt bin ich hier komplett zeitlich. So, irgendwie so. Okay, Abbaumodus. Ich hab's irgendwie geschafft, Kohle zu kriegen. Kann ich die Schaufel da vorne? Also schau. Ah, eh. Ah. Okay, ich muss einfach nur so machen und dann fühlt sich das. Sehr realistisch. Okay. So. Kann ich auch nach hinten schauen? Nee. Dann machen wir das halt mal kurz so, dass wir uns so drehen. Halt, rückwärts. Okay. X.
Okay. Hat das jetzt 66%. Alles klar. Wieder drehen. Dankeschön. Also die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, für das hätte ich jetzt hier gern einen Mitarbeiter, der genau die Action hier macht. Okay, einmal hier rein. Dann machen wir ein bisschen Winke, Winke. Okay. So, umdrehen. So, wieder fahren. Also warte mal, ich muss das Ding weiter nach oben machen, sonst packen wir hier wieder weg. Okay. Und aufmachen. Okay, kehren Sie zu mir zurück und setzen Sie Ihre Arbeit fort. Drücken Sie auf die Tür, um einzutreten. Okay, Gott sei Dank. Ich kann hier aussteigen. Aus mit dem Teil. Hauptsache, der Bagger braucht keinen Strom. So. Und 305 Kilo, so wie es aussieht, haben wir jetzt in unserem Lager noch. Wollen wir das verkauft haben. Auch noch so ein Lager hier. Und wo wäre jetzt das Anthrazit, wenn ich das brauche? Oder kommt es erst dann raus, wenn wir einen Auftrag haben? Ich weiß es nicht. So, rein in die Mine. Da, wieder 89%. Was auch immer er da tut. Oh, jetzt ging's schneller. Drücken Sie Tabulatortaste, um zur Ansicht die Minenverwaltung zu wechseln. Okay. Drücken Sie auf dem Felsen, den du abgebaut hast, und wähle die Option, einen Tunnel an der Stelle zu bauen. Wo sind wir da? Das, was wir da... Okay, da glaube ich, gibt es noch Kohle. So. Mach ein Spiel weiter. Okay. Ich verstehe es nicht ganz. Was ist denn das für eine komische Logik? Okay, da sind wir. Bergbautelefon platzieren, Beleuchtung reparieren. Platzieren Sie einen hohen Tunnel, niedrigen Tunnel, Heizung platzieren. Okay. Alles klar. Drücke auf das Fragezeichen, um zu überprüfen, was das Gestein enthält, und verlasse die Verwaltungsaufsicht mit Tab. Ja. Oh, ist das nicht ein bisschen cheaten? Okay, Steinkohle hat es hier überall. Okay. Drücke das Fragezeichen, um zu prüfen, was. Und verlasse damit Tab. Und jetzt haben wir hier auf magische Art und Weise einen Tunnel platziert. Okay, und in dem Segment unten sind wir. Bau mir Kohle ab, damit du einen Bohrer kaufen kannst. Stimmt ja, was ist denn mit dem Geld eigentlich? Müssen wir es auf dem Tablet machen, oder? F Tablet. Verträge. Vollständig. Wie kann ich das abgeben? Ah, jetzt. Reicht das schon vom Geld her? Komm ja Kohle ab. Jetzt mache ich den 200... Kilogramm Steinkohle für 20.000. 300 für 30. Ich glaube, ich mache das gleich mal mit dem Großen. Hä? 900 Steinkohle für 90.000. So, bitte einmal annehmen. Gut, dann würde ich sagen, mache ich das mal und hol mir dann das Geld, und wir sehen uns dann wieder, wenn ich mir diesen Bohrer gekauft habe. Ich glaube, interessiert jetzt, glaube ich, euch weniger, und beziehungsweise ist ziemlich laut, wenn ich da hinten mit der Maschine einfach mal durchfahre. Also, bis gleich.
Ja, und da wären wir auch wieder zurück. Ich habe jetzt 106.000, habe ein bisschen Kohle gescheffelt. Und wir können jetzt diesen Bohrer hier kaufen für 50.000. Aber die Platzierung von Dynamit in Gestein. Okay, hätten wir das mal gekauft. Kaufen Sie Loader im Tablet-Shop. Wir haben doch schon so einen Shop. Das ist ein Continuous Lader. 67.000 Transporter, groben Transportwagen, Teilschnittmaschine. Okay, wegen der Sprengung dann. Ach man, das heißt, ich muss jetzt schon wieder noch mehr Kohle verkaufen. Ach, du bist der Parkplatz quasi. Boah, diese Grafik, ne? Okay, ja, dann nehme ich jetzt nochmal einen Vertrag an. Was machen wir denn da? Irgendwas, was nicht allzu lang dauert. 20.000, 50, ja, 200. Machen wir das mal. Wobei, schon geht. 150 Kilo für 90.000. Ich habe insgesamt 330. Schon geht. Machen wir das da mal. Ja. Okay, passt. Da kriegen wir richtig gut Geld. Wie gesagt, da nehme ich jetzt euch nochmal mit, um zu schauen, wie das schon geht, das draußen aussieht. Aber es ist jetzt schon monoton, da mit dem Bagger diesen LKW zu beladen. Vor allem, wenn man eine große Menge verladen muss. Weil pro Schaufel sind es 100 Kilo, die da reinpassen. Okay, kommt das jetzt hier raus? Das sieht aber aus wie die Kohle. Also ich hoffe, da kommt dann irgendwie... Ach, das ist jetzt da hinten. Alles klar, aber sieht irgendwie genau gleich aus wie die Kohle. Ich habe auch keine Referenz, wie das in echt aussieht. Könnte ich natürlich mal nachgucken. Okay. Ja, dann würde ich sagen, tue ich das nochmal schnell verladen. Das ist jetzt echt ziemlich monoton hier. Dann sehen wir uns, wenn wir diesen komischen Lader haben. Und dann würde ich sagen, sprengen wir mal ein bisschen. Los geht's. So, ich habe die Sachen fertig und wir haben diesen komischen Lader da hinten gekauft. Sieht so geil aus. Das ist der hier. Okay, der hat wenigstens mal eine große Schaufel. Mit dem würde ich gerne den LKW beladen. Aber okay. Ja, er sagt jetzt, verlassen Sie die Mine und fahren Sie zum Laden, um Sicherheitsfach zu kaufen. Ja, tun wir mal. Geld haben wir. Wo ist der Ausgang? Ach, da war er. Und haben Spaß beim Autofahren. Das ist ein Fest. Ich möchte unbedingt Mitarbeiter haben, weil die monotonsten Sachen möchte ich gerne hier abgeben. Was ein Entlader gekauft, das Dynamit in der Garage. Ja, ich muss es ja erstmal kaufen. Du bist ja gut, Spiel. Ey, nee, nee. So, ab in unseren Schwebetruck hier. So, mal rein. Brems. Dankeschön. Und mal diesen Mega-Pfeil hinterher. Das wird das neue GTA mit Bergwerk. Ich sag's euch. Boah, die Steuerung ist, glaube ich, so noch irgendwie viel schlimmer, als wenn man drin ist. Das ist irgendwie mehr so zweckmäßig. Warum kann ich das eigentlich nicht auch mit dem Tablet kaufen, wenn ich schon diese Mega-Maschinen da mit dem Tablet kaufen kann? Boah, die Straßen, ne? Okay, stehen bleiben. Ach, das Ding da. Okay. Und das kriegen wir jetzt in unser Auto rein, oder was? Okay. Kehren Sie zur Mine zurück und betreten Sie den
Sportturm. Aber was ist mit dem Dynamit? Bin jetzt hergefahren, nur dass ich auf das Ding draufklick. Was auch immer das dann später mal genutzt wird. Okay. Boah, diese Frames hier. Komm. Zurück. Ja, ich bleib lieber da. Ja, wenn man es richtig anstellt, dann kann man noch ein bisschen driften. Yes. Ich will das Auto nicht kaputt machen, sonst muss es reparieren. Und so Fußlatschen will ich hier nicht. Das ist zu weit weg. Oh, scheiße. Oh, Steuerung. Komm, 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 komm. Oh, fuck. Nee, es gibt einen Kratzer. Alter, kannst du geradeaus fahren? Bitte, danke. Kann ich mit dem Auto reinfahren? Leider nicht. So, T. AF interagieren. Betreten Sie den Bohrturm? Also, die deutsche Übersetzung ist spannend. Aber wir steigen mal in das Fahrzeug hier ein. Okay, Tutorial. Das soll ich mir jetzt mal geben. Das ist sicher ein bisschen spezieller. Okay. Ja, oder auch nicht. Okay. Connect. Und dann... Okay, das sieht einfach aus. Und dann reinbohren. Ja gut, machen wir mal. Überschaubar. Cool, neues Fahrzeug. Aber gleicher Sound. Wo genau müssen wir eigentlich hin? Geh zum Fels und platziere Dynamit. Mal sagen, wir machen das links. Halt, geh weg. Also da bei der Wand hier. Weil bei der anderen steht ja das andere Gerät. Ah, da gibt ja doch eine Außenkamera. So. C verbinden. Oder. Ach, der bohrt ja von alleine. Ja, wow. Zieh den Bohrer. Ah ne, ich kann ja doch hier reingehen. Okay. Ja. Bohrerposition zurücksetzen. Und ganz nach außen komme ich jetzt nicht. Nee, so weit raus kommt er nicht. War er nach vorn? Okay, sowas geht auf. Das ist aber irgendwie dämlich, dass ich da nicht ganz zur Seite hin kann. Okay, machen wir das so. Nee, zurück. Hallo, zurück. Ja, dann fahr halt wieder ganz rein, wenn du meinst. So, Bohrer umschalten. Machen wir mal den hier. Komm. Ja, komm, fahr wieder raus. Okay, trennen. Ja, hier nochmal ranfahren. Ah, schade. Ah, hey, warum kann ich nicht verbinden? Moment. Jetzt. Bohrer, was ist? Bohrer umschalten. Falscher Bohrer. Richtiger Bohrer.
Okay, großartig. Um Komplikationen zu vermeiden, musst du den Bohrer jetzt abstellen. Okay, parke den Bohrer. Ist es egal, wie ich den parke? So, komm, halt, stehen bleiben. Großartig, unser Bergwerk verfügt über einen Sicherheitsraum, damit wir Sprengstoffe sicher einsetzen können. Oh, ich wäre auf Risiko gegangen. So, krass hier. Sicherheitsraum? Ach, da. Okay. Oh. Lol. Die ist die Tür. Okay, er macht irgendwie Sinn. Und los geht's. Cool. Okay. Ein bisschen dunkel da hinten. Steig in den Lader. Bitte lass die Steuerung einfach sein. Okay, ich glaube, das ist überschaubar. Komm, rein mit dir. Ein Schaltknopf. Ich weiß nicht, ob man das Tutorial anziehen soll. F-Tag zu. Ja, da gehe ich jetzt wieder raus. Mann! Shit! Jetzt so toll lesen sollen! Mal anschauen. Was kann ich denn sonst noch interagieren? Space haben wir im nächsten Kammer zum Zurücksetzen. Hä? Hallo? Knopf? Kann nur mit der Tür. Vermutlich wäre es jetzt schon irgendwo was. Ah, da! Okay, lol. Und rein da. Es ist jetzt aber nicht euer Ernst, oder? So sieht's nach der Sprengung aus. Und das bisschen da unten muss ich mitnehmen. Komm. Sehe ich, dass die Schaufel voll ist? Gebe die Kohle auf das Förderrad. F, Interaktion, nach rechts ziehen. Und ich kann da überhaupt nichts machen. Deswegen mit dem Rest geht da noch mehr rein. Komm, komm. Okay, jetzt ist die Schaufel rot. Also einmal sprengen, ist die Schaufel voll. Ich glaube, da bin ich mit dem Kipper und dem einen Schneider da wirklich schneller unterwegs. Als wie mit dem. Ach, stimmt ja bezüglich Kipper. Der ist da jetzt im Weg. Wo ist mir mal da raus, bitte? Weiß nicht, was ich davon halten soll. So, komm. Mutter an. Du musst hier weg. Hauptsache draußen ist so viel leiser. So, fürs Erste bleibst du erstmal hier stehen. Braucht dich erstmal nicht. Oh, dann natürlich schön laufen lassen. Komm. Aber wie mache ich das mit der Schaufel? Ja, vermutlich macht das von alleine. Naja. Dump Coal. Okay, er macht's von alleine. Ah, ja. Ist klar. Okay, schade. Hätte ich gern selber gemacht. So. Machst du es dann mit Tutorial? Kaufen Sie Continuous Miner und Face Hauler. Geile Übersetzung. So, einen Moment. So. Bitte lass mich das Geld dafür haben. Das wäre sehr praktisch. Continuous Miner.
Workshop. Was wäre denn das? Wäre das das da? Ja, Continuous Miner. Transport, das ist halt schon mal Gestein aus den unteren Stollen. Mit einer Abermethodik-Schädigung, aber geringerer Reichweite. Okay, was haben wir denn noch an Material? Dass ich da mal ein bisschen Geld mache. Nochmal kurz gucken. Also, was wollte er jetzt nochmal alles von uns haben? Also diesen Continuous Miner und den Face Runner. Shop. Face Runner. Ja, wird vermutlich der sein. Alle Shit. Okay, ja, liebe Leute. Ich würde sagen, ich gehe nochmal ein bisschen Geld machen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir die zwei Sachen da gekauft haben, dann sehen wir uns das auch noch an. Also, bis gleich. Okay, da bin ich jetzt wieder. Und wir sollen, geben Sie Continuous weiter einmachen. Ich glaube, er meint, wir sollen in dem Ding da einsteigen. Und mal eintreten. Da biete ich gern das Tutorial. Okay, hier irgendwie alles anmachen. Und dann kann man mit dem hier ganz normal fahren. Okay. Und dann hier so ran. Okay, alles klar. Das ist eigentlich wieder andere. Wieder vorfahren und Dinger machen. Okay, ja, passt. Okay. Wo war jetzt nochmal unser Bereich? Das war der hier, ne? Der kann am Standherd drehen. Fahren Sie mit dem Felsen, betreten Sie Facehauler. Ja, mal sehen, ob zum Release alles in Deutsch sein wird. So, komm. Renner. Wäre noch schön gewesen, wenn die Sounds unterschiedlich gewesen wären. Etwas dunkel hier. Okay, Bergwerksmodus. Was verbinden Sie? Maschinen, okay. Dann müssen wir also diesen... Das komische Etwas da hinten... Richtig... Ah, ist wohl das ganze Müll zum Wegräumen. Müssen wir mit dem Teil da irgendwie dann fahren, glaube ich. Right. Ja, wie steige ich da ein? Ah. Okay, hier ist dann einmachen und dann rückwärts bei dem ran. Okay, ja, easy enough. Also, hier einmal drücken. Hätte ich gerne die Außenansicht. Und komm, kriegst du die Kurven gerade hin, ohne dass wir bei dem anecken. Yes. Naja, doch nicht ganz. Voll schräg aus. So, bei mir ist aber dieser komische Rahmen jetzt nicht da. Das ist aber schlecht. Ich steige nochmal ins andere ein. Ich möchte hier raus. Dankeschön. So, bitte eintreten. Was muss ich denn da machen? Verbinden Sie den Facehauler mit Continuous, indem Sie C drücken, während Continuous Drill aktiv ist. Okay, er muss da so... Ah, okay, das Teil muss laufen. Naja. Wenn das Spiel so will. Okay, einmal hier ran. Ach, da läuft er noch. Okay, ist verbunden auf logische Art und Weise. Gehe nach draußen, fahre nach Norden und kaufe ein Flussholz. Was? Flussholzmine? Okay. Warte mal, hier raus. Dankeschön.
okay, der grabt sich dann einfach hier unten so durch. Okay. Man sieht hier sehr viel. Fan von dem. Nee. Vor allem. Fährt er jetzt von alleine? Ja, der fährt jetzt von alleine. Geil. Ich komm hier nicht mehr raus. Oh shit. Ja komm, fahr vorbei. Komm, geh. Geh. Okay, ich kann hier gehen. Geil. Aber ich... Ne, ich komme hier nicht raus. Doch. Naja, nicht so wirklich. Okay, das ist hier mal mega dämlich, dass ich dann hier nicht mal rauskomme. Und jetzt komme ich auch nicht mehr zu dem Teil hin. Oder was? Ah, doch. So, nochmal einsteigen. Wir müssen hier raus. So. Oh, kann man das Teil ausmachen? Und fahr bitte rückwärts. Boah, scheiße. Und das Teil bleibt halt auch überall hängen. Da, schon wieder. Okay, nein. Das verkaufe ich wieder. Das ist echt nicht geil. So, sind wir jetzt irgendwann draußen? Hallo? Raus. Okay, cool. Bisschen wieder draus. Herausgehen. Dankeschön. Und der ist jetzt auch voll. Okay, liebe Leute. Ich würde sagen, wir gehen mal nach draußen und kaufen uns diese Flussmine da. Also Flussholzmine. Und schauen, was man mit der noch so alles anstellen kann. Ich mache noch ein bisschen Geld und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, liebe Leute. Ich habe die Mine gekauft. Es ist tatsächlich eine ganz andere Mine. Und... ja, man sieht es bei der Karte nicht, aber das ist hier weit im Norden oben. Map kann man halt auch nicht bewegen. Ah doch, so geht's. Hier oben ist die andere Mine. Was ist denn hier unten noch? Da ist noch eine Old Mine, Backstone Mine. Okay. Und dann schauen wir uns mal, was wir hier so für Überraschungen haben. Betrete die Riverwood Mine. Ja, bin doch jetzt da. Okay. Abito Coal Mine. Da ist Lager und so. Und da kommt die Kohle raus, so wie es aussieht. Über den Schacht hier. Ja, da hinten ist dann verlagerte Bereich. Okay. Aber ansonsten ist es ja genau gleich. Einfach nur mehr Platz. Aber er sagt, wir sollen es betreten. So. Einmal rein. Okay, willkommen. Hä, was? Arbeiter akzeptieren. Okay. Wir machen. Okay, die zwei Sachen macht ein Arbeiter. Das Schaufelrad-Ding und das da akzeptieren. Okay. Sehen Sie sich die Mechanik der Arbeiter auf der Registerkarte Tablet an. Da ist schon Spielzeug. Und alles wieder voll im Müll. Nein, das räume ich jetzt nicht weg. Mach mal auf hier. Na verdammt. So. Tablette. Arbeiter. Mieten. 1000. Mach mal das da. Zuweisen. Ja, Mieten. Du machst da zuweisen. Und das war's jetzt, oder? Noch Upgrade. Tja, was ist bereits zugewiesen? Upgrade? Naja, geht nicht. Okay. Aber der Einstieg, geparkte Maschinen zuweisen und Verwaltungsansicht prüfen. Okay. Verwaltungsansicht. Wo ist das? Arbeiter? Die Verwaltungsansicht. Oh, das ist das mit Tab hier.
Ah. Wenn sie eine Ebene neben einem Felsen sozusagen Anweisungen Leuchtung reparieren, Bergbautelefon, Kreuzung platzieren, ziehen sie einen hohen Tunnel. Tunnel bereits platziert. Ah, Gestein hinzufügen, Gestein löschen. Fangen an zu arbeiten. Das ist die Maschine zuerst an. Wenn sie eine grüne Ebene. Fangen an zu arbeiten. Gestein. Was willst du von mir? Wenn sie die grüne. Aber habe ich doch. Für Gesteine. Gestein hinzufügen. Ach so. Okay, wie weit der da reinfahren soll. Okay. Und die müssen wir dann, wenn sie schon für die Arbeit starten, anfangen an zu arbeiten. Hä? Wenn sie die grüne Ebene, okay, Gestein hinzufügen, wenn sie die grüne... Ja, habe ich doch. Sag mal, wie dumm ist das denn? Kann man hier nochmal rausgehen? Nochmal Tab drücken. Nee, halt. So. Also er da, fang an zu arbeiten. Wenn sie die grüne Ebene Startbus sind. Ja, habe ich doch. Fang an zu arbeiten. Ich glaube, jetzt habe ich es richtig gemacht. Schauen wir mal, was die beiden tun. Die tun ja aktiv gar nichts. Wenn sie eine Ebene neben einem Fenster haben, folgen sie den Anweisungen. Das hat nicht geklappt. Moment. Tunnel bereits platziert. Ja, ich weiß. Hat sie jetzt beide wie ausgewählt? Da. Gesteine. Ja, grüne Fläche. Fang an zu arbeiten. Ah, jetzt. Die sind jetzt da direkt da vorne. Kann ich das beobachten? Okay, Sounds sind keine da, wenn... Das bewegt sich auch nicht. Wow, 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 holy shit. Also ich glaube, wir haben hier so einen kleinen Soundbug. Aber okay, so können wir dann unsere Mine dann automatisieren. Dass wir nichts mehr tun brauchen. Aber was ist dann... Was ist dann eigentlich unser Endziel dann? Also, dass wir einen Haufen Geld haben und die anderen Mine... Ja gut, ja, die nächste Mine noch kaufen. Aber schaut, dass ich keine Arbeit da draußen zuweisen kann. Das heißt, Verladen darf ich immer noch selber machen. So. Ah, komm. Weg da. So, Tablet. Tablette. Arbeiter. Ja, okay. Habe ich gesehen. Wunderbar, Progress. Warten Sie, bis der Arbeiter mit seiner... Dürfte nicht allzu lange dauern. Arbeiter, Progress. Okay, wir sagen, wir machen nochmal einen kleinen Cut und sehen uns dann, sobald die da fertig sind. Schauen wir, wie es weitergeht. Okay, das ist es tatsächlich gewesen. Das letzte war noch einmal upgraden. Ich glaube, dann sind sie halt einfach schneller. Und ja, das ist das Ergebnis von dem, was ich da gemacht habe. Jetzt könnte ich dann halt hier so Tunnel bauen und so. Ja, was ist jetzt mein Fazit? Ich weiß halt leider noch nicht, was das Spiel kostet. Ich sag mal so, wenn es jetzt mal 15 Euro oder so kostet, dann kann man es sich mal anschauen, wenn einem das gefällt. Es ist halt sehr offensichtlich nicht gepolished. Es braucht verdammt viel Leistung. Es ist fraglich, wie das auf schwachen Rechnern laufen wird. Und dann frage ich mich, inwiefern das Langzeitmotivation da halt ist. Machst halt Geld, kaufst du halt neue Minen, dann holst du halt hier die Mitarbeiter, die hier drin dann automatisch alles machen. Und ja, also wer drauf steht, kann es mal anschauen, aber ich glaube, Gold Rush ist da das wesentlich bessere Spiel und auch viel abgerundeter als wie das hier. Mal schauen, mal schauen.
gerne euer Feedback in die Kommentare unter, was ihr von dem Spiel so hält und ob ihr euch das holt. Und wenn es euch gefallen hat, vielleicht einen Daumen nach oben und dann wünsche ich euch noch viel Spaß in der Mine und bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.